Die drei steuerlichen Schichten der Altersvorsorge. Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört, von Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge, gesetzliche Altersvorsorge, Fondspolice und so weiter. Wir schauen uns das heute an. Wie hängt das alles zusammen? Wie verteilt sich das auf drei Schichten der gesetzlichen Altersvorsorge? Wir schauen uns an, welche Vor- und Nachteile gibt es, jeweils bezogen auf die Ansparphase und auf die Entnahmephase. Wie kann ich die verschiedenen Schichten miteinander kombinieren oder auch nicht? Und für wen ist welche Schicht die richtige oder in Kombination die richtige? Und wie viel bezahle ich denn in welche Schicht jetzt genau rein, dass es ideal steuerlich wirksam ist für meine Situation? Dazu habe ich mir den Marco wieder an Bord geholt. Genau, hört sich alles super kompliziert an, ist es aber gar nicht, wenn man sich so ein paar Grundsatzgedanken einfach mal vor Augen führt. Das Thema ist ja eigentlich, ich will mir im Alter eine Rente ansparen, die lebenslange bezahlt, und da habe ich mehrere Möglichkeiten, das zu gestalten. In der Regel werde ich dann, wenn ich sowas möchte, habe ich die Möglichkeit, auf einen Rentenversicherer zuzugehen und mir dort ein Rentenversicherungsprodukt zu holen. Das heißt, die erste Frage, die ich mir stelle, mit welchem Anbieter möchte ich das beispielsweise machen, was sind da meine Kriterien und wie soll die Geldanlage sein, in die das reinfließt. Soll das ein Fonds sein, soll das mehrere Fonds sein, solche Dinge. Wenn wir jetzt auf das Thema Schichten kommen oder steuerliche Behandlung, dann heißt es nichts anderes, als dass ich mir auch überlege, wenn ich jetzt einen Anbieter habe und ein Investment, in das ich investiere, wie möchte ich denn, dass dieses Versicherungsprodukt steuerlich behandelt wird. Das heißt, welche steuerliche Schicht umhülle ich um dieses Produkt damit ich den Effekt erziele, den ich gerne haben möchte. Und wie diese drei Schichten, da gibt es drei an der Zahl, funktionieren, genau das möchten wir uns heute anschauen. Das heißt, ich kann ein Investment steuerlich ganz anders platzieren oder unterschiedlich platzieren, obwohl ich die gleiche Geldanlage habe, und es wird dann unterschiedlich steuerlich behandelt. Die erste Schicht ist die sogenannte Basisversorgung, das heißt Schicht 1, da zählen die gesetzliche Rente und die sogenannte Rürup-Rente oder auch Basisrente genannt mit rein. Das heißt zum Verständnis auch, Rürup-Rente und Basisrente sind zwei Begriffe, die aber das gleiche Produkt oder die gleiche Schicht entsprechend umschreiben. Und der auch die gesetzliche drin ist und mit denselben Eigenschaften weitestgehend genau drin ist. Steuerlich gesehen haben beide Bausch oder beide Arten, also die gesetzliche Rente und die Basisrente, werden steuerlich beide in der Schicht 1 verortet und werden auch steuerlich identisch behandelt. Das heißt aber auch, bei der Schicht 1 gibt es Höchstbeiträge, die ich einlegen kann. Die sind bei einem Angestellten anders wie bei einem Selbstständigen, weil, so wie wir es gesagt haben, zur Schicht 1 zählen auch die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Das heißt, beim Angestellten zählt hier die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung mit rein. Folglich hat er weniger freies Potenzial, um das mit einer privaten Basis- oder Rürup-Rente zu machen. Ein Selbstständiger, der nicht im gesetzlichen Rentenversicherungssystem ist, hat die Möglichkeit, mehr in die Basisrente. Den vollen Betrag, den er halt genau einzahlen kann. Genau. So roundabout 20.000 im Jahr. Das sind über 25 in der Zwischenzeit. Es wird jährlich angehoben. Da muss man einfach ein Auge drauf haben. Das heißt, die Basisrente wird steuerlich oder auch die gesetzliche Rente wird steuerlich im Prinzip so behandelt. Das ist ein Stufenverfahren, dass in der Einzahlung ich die Beiträge steuerlich geltend machen kann. In diesem Jahr, wir haben das Jahr 2020, zu 90%. Und es steigt an um 2 Prozentpunkte pro Jahr, also nächstes Jahr in 2021 zu 92% und so weiter, bis im Jahr 2025 die 100%ige steuerliche Absetzbarkeit und Ansetzbarkeit entsprechend gegeben ist. Das heißt, hohe steuerliche Ansetzbarkeit, und je nachdem, wie ich das gestalte, kann ich das auch so machen, dass ich sage, wenn ich so einen Grundvertrag habe, nenne ich das jetzt einfach mal, kann ich beispielsweise das jährlich auch mit Zuzahlungen entsprechend justieren. Wenn ich sage, Mensch, dieses Jahr macht es Sinn, dass ich einen hohen steuerlichen Teil
da absetzen möchte, mache ich dieses Jahr eine höhere Zuzahlung. Wenn es nächstes Jahr keinen Sinn macht, dann mache ich eben nächstes Jahr vielleicht keine Zuzahlung. Also für wen ist es interessant? Für den Selbstständigen, der schwankende Einkünfte hat und sagt, okay, ich habe einen Haufen verdient in dem Jahr, ich will nicht, dass alles in die Steuer geht, sondern lieber in meine Altersvorsorge, ich mache eine Zuzahlung, hau da 20.000 rein, habe 10.000 Steuer gespart. Genau. Oder den Angestellten eine Abfindung bekommt. Und sagt, ja gut, dann haue ich jetzt hier da was rein. Oder was ich jedem Angestellten wünscht, der generell ein hohes Einkommen hat und einen hohen Steuersatz hat, wo dann sagt, Mensch, was habe ich denn die Möglichkeit, Steuern zu sparen, ohne dass ich da großen Aufwand habe, dann ist die Basisrente ein Modul, das man dafür nutzen kann. Aber voraussetzt, er hat noch nicht seine Spitze schon automatisch ausgeschöpft dann. Genau, die Grenzbeträge sind zu beachten, die sind mit dem Steuerberater wieder auch auszuloten, dass man... Also die daumenmäßig 25.000, was wir gerade gesagt haben, dann pro Jahr. Genau, richtig. Beim Angestellten liegt die Grenze, muss man sich ab etwa 9.000 Euro Stand heute Gedanken machen. Wenn man darüber hinaus möchte, muss man ein Auge drauf haben, dass man die Grenzen nicht überschreitet. Genau. So, es hat jetzt auch noch ein paar außersteuerliche Eigenschaften, die erste Schicht, die charakteristisch sind. Zum Beispiel, wenn ich reinbezahle, kann ich es nur als Rente wieder rausbekommen. Genau. Es gibt eine Ausnahme, ich kann das Ding natürlich platt machen und rückabwickeln und so weiter, aber da zahle ich natürlich auch meine ganzen Steuervorteile wieder zurück, grundsätzlich. Ich habe einen Hartz-IV-Schutz, das heißt, das Ding wird nicht aufgelöst, Stück für Stück, wie es zum Beispiel in der dritten Schicht an der Fall wäre, wo ich keinen Hartz-IV-Schutz entsprechend habe. Genau, also die erste Schicht... Die gesetzliche Altersversorgung. Genau, die Basisrente, die private Basisrente, die ich abschließe und wo ich die Geldanlage auch frei wählen kann, die funktioniert im Prinzip genauso wie die gesetzliche Rentenversicherung. Das kann man sich eins zu eins vorstellen. Das heißt, ich kann das nicht mit 50 abrufen oder mit 60 abrufen, sondern erst dann, wenn meine gesetzliche Rente oder das Erreichen der Regelaltersrente beginnt. Das ist in der Regel Alter 67. Wenn ich meine gesetzliche Rente vorziehe, mit Abschlag beispielsweise auf Alter 62, könnte ich die private Basisrente auch ab Alter 62 abrufen. Ja? Und ich kann sie nur auszahlen lassen, Stück für Stück. Genau. Verrenten, nicht in einem Schlag. Genau, so wie die gesetzliche Rente auch. Ich kann sie nur verrenten lassen. Das heißt, mir ist eine lebenslange Rente entsprechend zugesagt. Ja? Egal, ob ich 80 oder 120 Jahre alt werde. Und genauso wie in der gesetzlichen Rente ist es auch, wenn ich mit 70 von meinem Recht auf vorzeitiges Ableben Gebrauch mache, dann werden meine Beiträge, die ich nicht abgerufen habe, oder mein Guthaben in der Regel das Guthaben der versicherten Gemeinschaft auf. Was ist mit Rentengarantiezeit in dem Zusammenhang? Rentengarantiezeit oder einen Kapitalschutz kann man in eingeschränktem Maße vereinbaren, aber auch nur, und da bringe ich wieder das Bild mit der gesetzlichen Rente, was ist, wenn ich eine gesetzliche Rente bekomme und versterbe, wenn es dann einen Ehepartner gibt, dann bekommt dieser Ehepartner eine Witwenrente oder Witwerrente. Ähnlich kann ich mir es vorstellen bei der Basisrente, dass wenn ich versterbe und es ist Guthaben vorhanden, je nachdem wie dann die Regelung der Todesfallschutz vereinbart ist, ist es dann so, dass mein Ehepartner dann, wenn er in die Rentenphase bekommt, aus meinem Guthaben dann stattdessen eine Rente bekommt. Ja? Ähnlich wie eine Witwenrente oder Witwerrente. Und wie lange das läuft, das vereinbare ich über die Rentengarantiezeit dann entsprechend. Genau. Da kommt es drauf an, was habe ich in meinem Vertrag entsprechend als Todesfallschutz vereinbart. Sag ich 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, so. Genau. Dann ist es das Thema, wenn ich kindergeldberechtigte Kinder habe, das dürfte eher selten der Fall sein im fortgeschrittenen Lebensalter, das heißt, ich versterbe mit 70 und habe in dem Zeitpunkt noch kindergeldberechtigte Kinder, dann würde es von der gesetzlichen Rente eine Waisenrente geben entsprechend, so in der Art, je nachdem wie Todesfallschutz vereinbart ist, wäre dann auch die Möglichkeit, dass die Kinder, solange sie kindergeldberechtigt sind, noch so eine Art Hinterbliebenenschutz, eine Waisenrente bekommen. Das ist aber das Thema, wie ist das in meinem Vertrag dann entsprechend im Todesfallschutz geregelt. Was ich nicht machen kann, ist das Kapital rausnehmen. Ich kann es nicht kapitalisieren, ich kann es nicht uneingeschränkt vererben, wie gesagt, nur als Altersversorgung der Witwe oder der kindergeldberechtigten Kinder.
Was ich nicht machen kann, ist es beleihen, das heißt für einen Immobilieninvestor. Nicht als Sicherheit hinterlegen. Der das als Sicherheit hinterlegen. Auch nicht als Tilgungsträger oder einzahlen. Ist alles nicht möglich, sondern die wirklich der Vorteil einer Basisversorgung, einer Schicht 1, einer privaten Basisrente oder Rürup-Rente ist wirklich der steuerliche Vorteil, dass ich sage, wenn es für mich Sinn macht, dann habe ich die Möglichkeit, meine Einkommensteuer entsprechend zu senken, um mir damit eine zusätzliche private Altersversorgung aufzubauen. Nachteil dabei sind entsprechend diese Restriktionen, nicht vererbbar, nicht kapitalisierbar. Das kann an manchen Stellen vielleicht auch gewünscht sein. Ja? Also ich sage jetzt mal salopp, wenn jemand sagt, ich möchte, dass meine Hinterbliebenen auch wirklich weinen, wenn ich nicht mehr da bin, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, es über eine Basisrente zu machen. Oder wenn ich tatsächlich sage, ich habe keine Hinterbliebenen, keine Ehepartner, es gibt ja Leute, die vielleicht auch bewusst nicht heiraten, ja, wo ich dann sage, okay, ich möchte den steuerlichen Effekt vorne dran haben, aber mir ist die Versorgung über die Basisrente nicht möglich, weil die zum Beispiel über Immobilienvererbung schon gegeben ist, dann kann ich diese Basisrente nutzen. In der Auszahlung ist die Basisrente genauso wie die gesetzliche Rente entsprechend zu versteuern. Auch da ist das Rentenbeginnalter ausschlaggebend. Heute im Jahr 2020 wird die ausgezahlte Rente zu 80% steuerpflichtig. Das heißt, da wird geguckt, wie viel Rente kriege ich denn heute, davon 80%. Das wird als Fixbetrag festgeschrieben, als steuerfreier Fixbetrag. Und der Rest ist entsprechend für die Zukunft steuerpflichtig. Ist mir mal an den Rente sind, ist 100 dann. Genau, das steigt um 1 Prozentpunkt pro Jahr an bis zum Jahr 2040. Das heißt, ab 2040 ist auch jegliche Rente aus der Basisrente dann entsprechend 100% steuerpflichtig. Genau. Also ich finde charmant die Sache als Notfallanker, weil eben Hartz-IV-Schutz, weil Insolvenzschutz. Genau. Ich finde es charmant zu sagen, man hat die Möglichkeit, hohe Summen jährlich reinzupumpen, ja, in einem Jahr, wo es sehr gut läuft, um da dann die Hälfte von der Steuer wieder zu bekommen. Ja. Und wie ist mit der Voranlage? Garantie hier wieder? Muss eine Garantie vereinbart werden? Alles möglich. Also ich habe freie Auswahl der Geldanlage. Ich kann auf konservative Garantiebausteine komplett ohne Fonds zugreifen. Ich kann auf ein Investment wählen, das zu 100% im Investmentfondsbereich oder auch Aktien Vorbereich ist. Das heißt, hier habe ich die freie Auswahl. Der Gesetzgeber keine sieht, Beitragsgarantie. Genau. Der Gesetzgeber sieht nicht vor, dass Garantien vereinbart werden müssen. Wenn ich aber eine Garantie haben möchte, das dürfte bei den wenigsten Immobilieninvestoren der Fall sein. Aber Garantie kostet Rendite. Das Garantie Problem. Kostet Rendite, genau. Aber wenn ich eine Garantie haben möchte, dann kann ich mir einen Tarif auswählen, der Garantien oder Teilgarantien bietet. Was auch noch ein Punkt ist, wo die Basisrente oder die Wahl einer Basisrente super, super interessant sein könnte, ist, wenn ich eine Absicherung der Berufsunfähigkeit haben möchte. Ich kann ja Berufsunfähigkeit absichern über eine BU-Rente, entweder als separate BU-Rente, also dass ich rein die Berufsunfähigkeitsrente absichere. Da habe ich dann den Nachteil, dass ich diese Berufsunfähigkeitsversicherung in der Regel nicht steuerlich ansetzen kann, die aus dem Netto bezahle. Also wir reden von so einem SBU, genau, Standalone-BU. Selbstständige Berufsunfähigkeitsrente. Wenn ich entscheide und sage, Mensch, ich möchte aber die Berufsunfähigkeitsversicherung haben, möchte aber die gerne steuerlich absetzen, dann kann ich das dann tun, wenn ich sie mit einer Basisrente in einem Vertrag verbinde. Das heißt, wenn ich so einen Kombi-Vertrag habe, Basis-Rürup-Rente plus BU, dann kann ich den kompletten Beitrag des ganzen Vertrages steuerlich ansetzen, wenn ich ein paar Spielregeln beachte. Das heißt, dass der Beitrag für die Basisrente höher sein muss als der Beitrag für die BU-Rente. Wenn die BU-Rente mich beispielsweise 60 Euro kostet, dann kann ich hergehen und sagen, okay, 60 Euro kostet die BU und die Basisrente, da zahle ich 70 Euro rein. Ja? Dann habe ich einen Gesamtbeitrag von 130 Euro, und diese 130 Euro kann ich entsprechend steuerlich ansetzen, in diesem Jahr zu 90%. Das heißt, wenn ich einen Grenzsteuersatz habe, machen wir mal das Rechenbeispiel, 130 Euro Gesamtbeitrag, 40% Grenzsteuersatz, dann bekomme ich 52 Euro von der Steuer, oder sind es 52 Euro, 40%, davon 90%.
Das heißt, ich würde Runde, um eine gerade Zahl zu machen, 45 Euro für die Steuer wieder. Ich habe meine BU fast umsonst bekommen. Genau. 130 Euro werden abgebucht, 45 Euro bekomme ich über die Steuer wieder. Das heißt, ich habe einen tatsächlichen Aufwand von 85 Euro. Meine BU selber kostet aber 60 Euro, wenn ich sie separat hätte. Das heißt, wenn ich bereit bin, 25 Euro mehr pro Monat zu bezahlen, also was ich wirklich an Aufwand habe, dann habe ich aber 70 Euro, die in die Basisrente reinfließen und mir eine Zusatzversorgung gewähren. Mit allen Nachteilen, ja, aber ich habe für kleines Geld eine spannende Zusatzversorgung. Also da kann es Sinn machen. Wir machen mal noch einen Ausblick in die weiteren Schichten mit dem BU-Modell. Genau. Zweite Schicht, grundsätzlich möglich, bringt aber wieder andere Nachteile mit sich, die wir uns dann gleich anschauen, weil das Ding am Arbeitgeber hängt, wenn wir es über eine betriebliche Altersvorsorge dort machen. Dritte Schicht, keine steuerliche Absetzbarkeit. Genau, also die zweite Schicht, da sprechen wir über die zwei Module betriebliche Altersvorsorge und Riester. Beide werden steuerlich identisch behandelt. Sozialversicherungsrechtlich werden sie anders behandelt, aber steuerlich, bei Schichten sprechen wir über die steuerliche Behandlung. In der Einzahlungsphase 100% steuerfrei, also die Beiträge sind steuerlich ansetzbar, und in der Auszahlungsphase 100% steuerpflichtig, das muss ich wissen. Dann gibt es bei beiden Modulen Riester und betriebliche Altersvorsorge in der Regel Maximalgrenzen, die zu beachten sind. Das heißt, ich habe nach oben hin einen Deckel, was ich da reinlegen kann. Die betriebliche Altersvorsorge ist in der Einzahlung geknüpft an eine Arbeitnehmereigenschaft im ersten Dienstverhältnis. Also ich kann es nicht als Minijobber im zweiten Dienstverhältnis machen, sondern ich kann es nur als Arbeitnehmer im ersten Dienstverhältnis machen. Wichtig für deine Investoren zu wissen. Riester ist geknüpft an eine Förderfähigkeit, entweder mittelbar oder unmittelbar. Da haben wir in einem anderen Video ausführlich drüber gesprochen. Das heißt, da ist die Förderfähigkeit nicht bei allen Personengruppen gegeben. Und es sind Höchstfördergrenzen in der Regel zu beachten. 2.100 beim Riester pro Jahr. Genau, inklusive Zulage. Bei der betrieblichen Altersvorsorge gibt es Durchführungswege, die nach oben hin ein höheres Maß gewähren. Im Regelfall aber sonst 4% brutto, genau, pro Jahr. In der Regel haben wir die Begrenzung bei den Standardprodukten in der Direktversicherung nach oben auf einen bestimmten Prozentsatz vom Höchstsatz der Rentenversicherung, genau. Wir finden uns jetzt mitten in der zweiten Schicht schon. Genau, nochmal zum Verständnis, wir sind in der zweiten Schicht. In der zweiten Schicht gibt es in der Regel auch, sprechen wir über eine Beitragsgarantie. Das heißt, bei Riester muss der Anbieter sicherstellen, dass am Ende der Laufzeiten wieder die eingezahlten Beiträge zur Verfügung stehen. Bei der betrieblichen Altersvorsorge, sage ich mal salopp, muss der Arbeitgeber dafür gerade stehen, dass mindestens die eingezahlten Beiträge zum Schluss wieder zur Verfügung stehen. Das heißt, für die betriebliche Altersvorsorge wird in der Regel auch ein Produkt gewählt, das eine gewisse Garantiekomponente hat. Das heißt, ich kann hier zwar für beide Bausteine, betriebliche Altersvorsorge und Riester in der zweiten Schicht, auch Fondsinvestments wählen, da fließt aber in der Regel niemals der komplette Beitrag in die Fondsinvestments, sondern nur ein Teil, weil die Garantien mit abgebildet werden müssen. Das ist der Nachteil, so wie du schon gesagt hast, Garantien kosten Geld, das heißt, ich habe hier nicht die freie Investmentwahl, sondern kann nur einen Teil des Geldes, das Investment, frei wählen. In der Auszahlphase in der Regel auch das Thema lebenslange Rente vorgesehen. Ja, ich habe die Möglichkeit einer Teilkapitalisierung, 30% kann ich mir als Teilkapital in der Regel auszahlen lassen. In der Auszahlungsphase, zweite Schicht, Riester und betriebliche Altersvorsorge, 100% steuerpflichtig. Die betriebliche Altersvorsorge, je nach Konstellation, unter Umständen auch zusätzlich krankenversicherungspflichtig, wenn ich gesetzlich versichert bin und nicht privat versichert bin. Genau. Und die ähnlichen Eigenschaften, wie ich es in der ersten Schicht habe, Hartz-IV-Schutz, Insolvenzschutz, habe ich auch hier für meine Produkte in der zweiten Schicht entsprechend. Ja. Genau. Es gibt dann noch das Thema Wohnriester, vielleicht machen wir da einen kleinen Ausflug noch rein. Ja, da gab es vor einigen Jahren, haben da bestimmte Gruppen sich schwer dafür eingesetzt, dass man auch Riester in die eigengenutzte Immobilie einfließen lassen kann. Da möchte ich nur einen kurzen Ausflug machen.
Wir machen ein separates Video nochmal ausführlich darüber. Also meine persönliche Meinung ist, dass man Riester und die eigengenutzte Immobilie trennen soll. Ja, also nicht alles, was möglich ist, ist auch sinnvoll. Hängt ganz einfach damit zusammen, wenn man Riester und eigengenutzte Immobilie miteinander verbindet, kauft man sich automatisch eine ganze Menge an Restriktionen ein. Meine Kunden gehen in der Regel den Weg, wenn ich ihnen einen Teil oder diese Restriktionen aufzeige, was es bedeutet, ist das Thema ganz schnell vom Tisch. Hier die klare Ansage, die Riester und eigengenutzte Immobilie, meine Empfehlung, eher zu trennen. Es ließe sich auch portieren, habe ich jetzt heute einen Bausparvertrag mit Riester, kann ich ihn auch umwandeln in einen Versicherungsvertrag mit Riester und dann kann ich das umwandeln, wenn ich damit gestartet habe, sage ich mal. Weitere Eigenschaften von der zweiten Schicht, die sich wieder aus der ersten Schicht wiederholen, ist, ich kann es nicht beleihen, also keine Zusatzsicherheit für Immobilieninvestments, kein Tilgungsträger für Immobilieninvestments. Es ist nicht vererbbar, wieder nur im Rahmen dieser Thematik Rentengarantiezeit. Übrigens Rentengarantiezeit, nicht, dass ihr das verwechselt, wenn ihr das im Vertrag seht. Das betrifft nicht die eigene Rente, die ist, solange ich lebe, Rentengarantiezeit ist immer nur der Teil, den ich vererbe, den im Vertrag vereinbare. Und Selbstständige können es nicht wählen, es sei denn, sie sind eben mittelbar hier förderfähig. Kannst du dazu nochmal ein Wort sagen? Wir haben ein extra Video dazu, wo es nochmal detailliert wird, aber ganz kurzer Abriss. Ja, da muss man unterscheiden zwischen betrieblicher Altersvorsorge und Riester. Betriebliche Altersvorsorge, wenn ich einen geschäftsführenden Gesellschafter habe, der in seiner GmbH quasi angestellt ist, kann ich unter bestimmten Voraussetzungen auch für diesen Geschäftsführer eine betriebliche Altersvorsorge installieren. Die Frage ist immer, wie viel Sinn macht's? Denn er hat ja keine Rentenversicherungsbeiträge oder Krankenversicherungsbeiträge, die er einspart, denn er hat im Regelfall die PKV und keine gesetzliche Rente. Von so her fällt für mich, für den Selbstständigen, die BRV in den meisten Fällen raus. Da bin ich 100% oder da bin ich sehr bei dir. Nicht alles, was möglich ist, macht Sinn. Ja, aber es bestünde eine Möglichkeit, ob es sinnhaftig ist, sei wieder dahingestellt. Das heißt, der Selbstständige kann in der Regel die betriebliche Altersvorsorge nicht ohne weiteres machen. Und wenn ja, dann muss man sich Gedanken machen, macht das Sinn? Genau, also das vielleicht auch nochmal, also gerade das ist ja der tolle Sinn von BAV, dass ich eben, wenn ich sage, ich mache das durch Entgeltumwandlung, ich reduziere mein Gehalt und habe dafür betriebliche Altersvorsorge, dass ich spare Steuer, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherungsbeiträge und das alles umwandle in entsprechend Rente im Vergleich zu erster Schicht, wo ich eben nur die Steuerthematik drin habe. Ja, aber wenn ich natürlich keine Kranken-, Arbeitslosen-, Rentenversicherungsbeiträge bezahle. Ja. Genau, richtig, das ist korrekt. Und bei Riester ist es in der Regel so, auch Selbstständige können förderfähig sein, wenn sie mittelbar förderfähig sind, also über einen Ehepartner, der selber förderfähig ist, oder wenn der Selbstständige vielleicht noch einen Minijob hat und auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet hat. Also auch da gibt es Konstellationen, die wir im separaten Video beschrieben haben. Das sind aber, sage ich mal, Sonderformen. Das ist nicht das, was üblich ist oder täglich auf dem Beratungstisch besprochen wird. Aber es gibt da Möglichkeiten. Ich kann da nur empfehlen, einen guten Berater sich zu suchen, der in dem Thema fit ist und diese Dinge auch mit einem bespricht. Die Vorteile und der, wo man Gestaltungsmöglichkeiten hat, aber auch guckt, passt es überhaupt in die persönliche Lebenssituation. So wie du es beschrieben hast, nicht alles, was möglich ist, ist sinnvoll. Wir kommen nochmal zurück zur BAV und da ist auch ein Nachteil und zwar ist das Thema, der Vertrag hängt am Arbeitgeber. Ja. Ich kann ihn weiterführen mit meinem neuen Arbeitgeber, wenn ich wechsle. In der Regel, allerdings nicht verpflichtet, es zu tun. Er kann vorschreiben, mit welcher Gesellschaft Verträge geschlossen werden. Ja. Das heißt, die Portierbarkeit ist teilweise nicht so schön gegeben. Also beim Arbeitgeberwechsel, ich formuliere es mal allgemeiner, kann es zu Stolpersteinen kommen. Ja, da gibt es mehrere Situationen oder Konstellationen. Ja. Oftmals ist es so, dass ich die Sachen mitnehmen kann. Wenn ich aber solche Sonderformen teilweise habe, wie ich sie gerade beschrieben habe, muss der neue Arbeitgeber da nicht zwingend mit. Also er muss BAV anbieten, aber welche Gesellschaft kann er wählen? Genau, oder auch den Durchführungsweg. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich so eine Sonderform wähle,
dann kann es sein, dass der neue Arbeitgeber das einfach nicht übernimmt und ich einen alten Vertrag brachliegen habe. Oder auch Verpflichtungen habe. Ja? Also ich kann BAV so gestalten, dass die Bilanz berührend ist oder entsprechend nicht. Ja? Also welches Ziel verfolge ich, was möchte ich da haben? Ja, da muss man schon sprechen, möchte ich da justieren und monetäre Vorteile haben? Oder möchte ich da, ist da vielleicht das Ziel, dass ich es anbieten möchte oder haben möchte, aber vielleicht da möglichst wenig Arbeit damit haben möchte. Ja? Das kann ja unterschiedliche Motivationen sein. Was auch noch ein Thema sein kann, was gelegentlich ich gefragt werde, ist das Thema, kann ich denn das Thema Berufsunfähigkeit in die betriebliche Altersvorsorge mit einbauen oder auch mit Riester? Theoretisch ist es möglich, ich empfehle aber das in der Regel zu trennen, weil Berufsunfähigkeitsabsicherung ist in der Regel verbunden mit Gesundheitsprüfung, also mit Fragen zu beantworten. Da möchte ich meinen Arbeitgeber nicht über meine Gesundheitsverhältnisse mit drin haben. Punkt 1. Punkt 2. Wenn ich eine BU habe in der betrieblichen Altersvorsorge und einen Arbeitgeberwechsel habe, dann ist der neue Arbeitgeber nicht verpflichtet, es 1:1 zu übernehmen. Da kann es zu Einschränkungen kommen. Es macht dann Sinn, wenn ich zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen habe und ich selber vielleicht keine BU mehr bekomme, mein Arbeitgeber aber vielleicht als großer Arbeitgeber einen Rahmenvertrag hat mit einem Anbieter, wo ich eine BU bekomme ohne Gesundheitsprüfung oder nur mit einer kleinen Gesundheitsprüfung. Das heißt, wenn ich über die BAV eine BU bekomme, die ich als normaler Bürger so mit voller Gesundheit nicht bekommen würde, dann kann es durchaus Sinn machen, darüber nachzudenken, das Thema Berufsunfähigkeit in der betrieblichen Altersvorsorge zu verankern. Aber dann nicht mit der Motivation, dass ich da Beitrag optimiere, genau, oder steuerlich optimiere, sondern dann mit der Motivation zu sagen, über die BAV bekomme ich das, was ich im normalen Leben vielleicht aufgrund meiner gesundheitlichen Vorgeschichte nicht bekomme. Die Auswahl an Gesellschaften, die BU in der BAV anbieten, ist sehr, sehr überschaubar. Ja. Die Tarife sind im Verhältnis deutlich teurer, was ich im Regelfall sehe. Und wenn ich es also nicht portiert bekomme zum nächsten Arbeitgeber oder wenn ich ja entsprechend das gar nicht mehr haben will, weil ich in die Selbstständigkeit wechsle, ja, dann kann ich es privat weiterzahlen, ja, habe aber dann den teuren Tarif, kann eventuell keinen Wechsel machen, weil ich inzwischen Vorerkrankungen habe, habe höheres Eintrittsalter und hänge dann also in diesem höheren Beitrag fest, der davor vielleicht noch okay war, weil ich ja irgendwo meine Absetzbarkeiten hatte auf der anderen Seite, die dann jetzt verloren gegangen sind. Also ich bin genauso wie du der Meinung, BU, entweder ich hänge es in die erste Schicht auf, um, ja, die steuerlichen Vorteile zu haben, oder ich mache es als SBU, oder ich mache noch eine entsprechende Beitragsbefreiung für meinen Sparbeitrag, den ich in die Rente reinzahle, dann in der dritten Schicht drangehängt zum Beispiel. Ja. Das sind so die BU-Wege und in der zweiten Schicht würde ich es tendenziell weglassen. Genau. Außer so, in der Sonderkonstellation, ja, genau, hier. Genau, es gibt Konstellationen, die Sinn machen, die müssten aber begründet sein. Wir fassen die zweite Schicht nochmal zusammen. Da habe ich BAV oder ich habe Riester. Jawohl. Riester kann ich dann machen, wenn ich irgendwo die mittelbare oder unmittelbare Förderung hinbekommen. Wenn ich eine Förderfähigkeit habe, richtig, und eben begrenzt auf in der Regel 2.100 Euro. Ab, und mein Beitrag ist aber abzüglich meinen Zulagen von, genau, 175 und 300 Euro pro Kind. Ja. Entsprechend, ich habe den Hartz-IV-Schutz, ich habe den Insolvenzschutz, dann habe ich 100% steuerliche Ansetzbarkeit, hier im Abzug, dafür aber auch 100% Besteuerung nachher im Rentenalter. Ich habe eine lebenslange Rente, kann aber 30% entsprechend über ein Kapitalwahlrecht rausbekommen auf einen Schlag. Und es ist nicht beleihbar, nicht vererbbar, außer über Rentengarantiezeit. Ich bin relativ unflexibel, auch wann ich an mein Geld komme, weil ich ja erst mit 62 rankomme, oder ich mache wieder eine komplette Rückabwicklung und zahle wieder alle Förderungen und Zulagen und Steuervorteile zurück. Und die BU ist nur in Teilen sinnvoll an der BAV zu kombinieren. BAV wäre das andere Modell, das nicht so toll portierbar ist zwischen verschiedenen Arbeitgebern, das allerdings halt aus dem Brutto entsprechend bezahlt wird statt aus dem Netto und deswegen hier auch noch die ganzen Sozialabgaben hier in meine Altersvorsorge eingespart werden können und reinbezahlt werden können. Genau. Ja, so der Charme, viel. Der Charme für die Arbeit, für die betriebliche Altersvorsorge liegt tatsächlich für den klassischen Arbeitnehmer,
der in der Regel nicht, oder also nicht per se der Immobilieninvestor, sondern sich in der Regel der klassische Arbeitnehmer. Der es auch länger noch bleiben möchte. Der es länger bleiben möchte, der hat die Steuerersparnis, der hat die Sozialversicherungsersparnis in der Regel, wenn er unter einem bestimmten Einkommen ist. Der auch vielleicht keine regelmäßigen Arbeitgeberwechsel plant, das ist immer ein bisschen holprig. Da macht es in der Regel am meisten Sinn. Oder es kann Sinn machen, so wie wir uns im anderen Video beschrieben haben, wenn ich die Möglichkeit nutze als Arbeitgeber, hier Gestaltungen im Minijobbereich, wenn ich hier Stunden aufstocken will und mir überlege, wie ich das machen kann und trotzdem die Minijob-Situation aufrechterhalten möchte, da kann man es als gutes Instrument einsetzen. Nachdem wir die zweite Schicht durch haben, gehen wir jetzt in die dritte Schicht hoch und schauen uns da die Vor- und Nachteile entsprechend an. Genau, was ist die dritte Schicht, die dritte Hülle? Zum einen, die Beiträge zahle ich aus dem Netto, das heißt aus versteuertem Einkommen. Beiträge zur dritten Schicht kann ich nicht, in der Regel nicht steuerlich ansetzen. Hat aber in der Leistungsphase, also in der Auszahlungsphase dann den Vorteil, dass ich dann steuerlich hier besser gestellt bin wie in der zweiten und in der ersten Schicht. Das heißt, wenn ich mir die Rentenversicherung in der dritten Schicht auszahlen lasse als Rente, dann wird es besteuert mit dem sogenannten Ertragsanteil für lebenslange Leibrenten. Die ist je nach Lebensalter nimmt die zunehmend ab. Das heißt, je später der Rentenbeginn ist, desto niedriger ist dieser Ertragsanteil. Stand heute haben wir bei Alter 67 den Ertragsanteil bei 17%. Das heißt, wenn ich beispielsweise 1000 Euro Rente aus einer Schicht 3 bekomme, dann werden 17%, also 170 Euro, als zu versteuerndes Einkommen angerechnet. Und wenn ich dann im Alter einen Steuersatz habe, beispielsweise von 30%, Grenzsteuersatz, dann zahle ich 51 Euro Steuern auf diese 1000 Euro Rente. Das heißt, da wird der Rentenbezug in dieser Phase einfach steuerlich belohnt. Ja, ich habe einen Zufluss, aber nur eine minimale Steuer. Ich kann die Schicht 3 mir auch während der Ansparphase auch auszahlen lassen, wenn mit 50 oder 55 der Arzt sagt, Mensch, ich sehe da was und Sie haben keine lange Lebensdauer mehr, dann kann ich den Vertrag auch abbrechen und mir das auszahlen lassen. Ich kann auch jederzeit Teilentnahmen machen, 10.000 Euro rausnehmen, Vertrag laufen lassen. Wenn es der Tarif zulässt, ist das möglich. Ja, vom Gesetzgeber gibt es da keine Restriktionen. Oder wenn ich, der Vorteil auch da drin, wenn ich mir diese angesparten Beiträge vor Alter 62 auf einmal auszahlen lasse, dann muss ich den Ertrag voll versteuern. Das heißt, ich habe 100.000 einbezahlt, hole 150.000 raus, dann habe ich 50.000 Ertrag und die werden, wenn ich es vor Alter 62 auf einmal entnehme, dann eben voll versteuert. Wenn ich es ab Alter 62 rausnehme, dann habe ich nur eine hälftige Besteuerung. Das heißt, ich habe 100.000 einbezahlt, 150 liegen drin, ich lasse mir das ausbezahlen, habe ich 50.000 Ertrag, muss aber nur die Hälfte, also nur 25.000 Euro, mir als zu versteuerndes Einkommen anrechnen. Läuft dann wieder gegen meinen persönlichen Steuersatz. Genau. Heißt, ich komme auf jeden Fall mal mindestens auf das Niveau von Kapitalertragsteuer 25%, wie ich es hätte in einem Vordepot, aber eventuell noch deutlich runter, je nachdem, wie mein Steuersatz entsprechend ist. Der Vorteil ist, da muss man mehrere Dinge beleuchten. In der Ansparphase, also die Zeit ab Vertragsbeginn bis zur Vertragsauflösung oder Rentenabruf, wie ich immer diesen Zeitpunkt nennen möchte, in der Zeit habe ich keine Kapitalertragsteuer. Das heißt, in dieser Zeit ist der Vermögensaufbau komplett steuerfrei. Übrigens, das heißt auch jede Umschichtung von jedem Fonds die ganze Zeit eben steuerfrei. Genau. Das heißt, wenn ich da größere Summen in dieser dritten Schicht bewege, ja, und aufbaue, dann habe ich in dieser Ansparphase eben keine Kapitalertragsteuer in dieser Zeit. Und das kann durchaus in bestimmten Konstellationen Sinn machen, dass ich da diesen Versicherungsmantel der dritten Schicht drumhülle,
weil das in der Gesamtsicht einfach einen Vorteil bietet. Es gibt dazu nochmal ein separates Video, wo wir nur auf den Vergleich eingehen. Dritte Schicht vor Poluise, Vergleich vor Depot. Genau. Und da nochmal die ganzen Vor- und Nachteile, die wir hier nur klein ansprechen, weil wir jetzt hier im Gesamtkontext der drei Schichten mit dem Vergleich sind. Aber diesen Vergleich gibt es nochmal separat. Wenn ich rausgehe aus dem Altersvorsorge-Thema in freie Altersvorsorge, sage ich mal, völlig flexibel. Vermögensaufbau. Dann gibt es ja natürlich dann auch nochmal andere Optionen, die ich entsprechend habe. Ansonsten hat die dritte Schicht, sage ich mal, sämtliche Vorteile, die die erste und zweite Schicht nicht hat. Dadurch, dass sie nicht gefördert ist, die dritte Schicht in der Einzahlungsphase, habe ich natürlich auch die freie Vererbbarkeit. Ich kann die Sachen übertragen. Ja. Es gibt auch bestimmte Vertragskonstellationen, wo ich Schenkungen vorwegnehmen kann, aber trotzdem noch einen Daumen drauf halten kann. Das sind wieder Sonderformen, ja, wo ich sage, ich übertrage dir jetzt Kapital, ja, in Form so einer Schicht 3 Versicherungspolice, ja, bin aber selber als Versicherungsnehmer noch mit einem kleinen Prozentsatz mit drin. Das heißt, ich übertrage Geld, aber du hast nicht in Anführungsstrichen die 100%ige freie Verfügbarkeit, sondern da kann man mit dieser dritten Schicht auch gewisse Dinge gestalten, ja, wo vielleicht nicht primär der Vermögensaufbau oder auch die steuerliche Schicht oder die steuerliche Sicht im Vordergrund steht, sondern Schicht 3 Produkte eignen sich auch, um vielleicht solche Sachen der Übertragbarkeit von Vermögen da gewisse Dinge zu gestalten. Das macht die dritte Schicht sehr, sehr charmant. Sie ist im Vergleich zu erster, zweiter auch abtretbar als Tilgungsträger an eine Bank oder als Zusatzsicherheit an eine Bank. Ich heiße, das Geld, was ich drin angespart habe, kann ich als Eigenkapital nutzen, wenn ich in Immobilien investiere und es trotzdem im Vertrag drin lasse und da meinen Zins entsprechend reduzieren. Oder ich kann anstatt zu tilgen meine Versicherung weiter besparen hier entsprechend. Das sind große Vorteile gegen die erster, zweiter Schicht. Also man kann vielleicht vereinfacht sagen, dass man sich's vorstellen kann, überall dort, wo staatliche Förderung mit reinfließt, also in der ersten oder zweiten Schicht, sagt der Staat, lieber Bürger, ich gebe dir Förderung, aber mit dem Ziel, dass deine Altersrente, deine Altersversorgung damit aufgebessert wird. Das heißt, dass du ab einem bestimmten Alter, 65, 67, eine lebenslange Rente bekommst und eine Altersversorgung sichergestellt wird. Altersversorgung heißt nicht Weltreise, Auto kaufen, sonst was, sondern Altersversorgung heißt ab Rentenbeginn die Lebenshaltungskosten monatlich verteilt. Genau. Das Risiko der Langlebigkeit abzusichern, auf Versicherungsdeutsch. Da sind die ersten Schicht 1 und Schicht 2 entsprechend, ich bekomme Förderung, habe aber dafür die Einschränkungen und die Restriktionen, damit sichergestellt ist, damit aber auch die Vorteile Hartz IV sicher und Pfändungssicher. Und was ich in der dritten nicht habe, beides habe ich nicht. Genau. Kein Hartz IV-Schutz, kein Pfändungsschutz. Dass die Altersversorgung, also die Alterslanglebigkeit abgesichert ist. In der dritten Schicht habe ich diese Restriktionen nicht, also ich habe keine Förderung der dritten Schicht, steuerlich oder sonst wo, habe dafür auch diese Restriktionen nicht, habe dafür auch den Schutz nicht, ja, Hartz IV oder pfändungssicher, und habe dafür in der dritten Schicht alle Freiheiten und Flexibilitäten, die ich haben möchte, aber ich zahle es halt aus dem Netto. Ja. Wobei ich ein paar steuerliche Goodies schon habe, aus dem Netto zahle ich es, ja, aber ich habe die Thematik mit der Umschichtung als steuerliches Goodie und ich habe die Thematik, dass ich, wenn ich es mir verrenten lasse, dann ich den Ertragsanteil nutzen kann als steuerliches Goodie. Genau. Und ich habe auch das steuerliche Goodie, dass ich nur die Hälfte, wenn ich über 62 bin, entsprechend mit dem Einkommensteuersatz zu versteuern aber habe. Aber das ist alles an eine gewisse Altersthematik gegründet, so ist es. Dass der Gesetzgeber sagt, okay, lieber Bürger, du hast aus dem Netto bezahlt, du hast diese ganze Flexibilitäten gehabt, aber du hast die jetzt nicht genutzt, sondern du hast die jetzt mit 62 oder 65 entschieden, du lässt dir jetzt doch eine lebenslange Rente auszahlen, also es verrenten, dann, lieber Bürger, gebe ich dir den Steuervorteil in der Verrentungsphase, dass du dann eben diese Rente nur zu einem minimalen Teil versteuern musst. Oder wenn du es als Kapital rausnimmst, dann erst ab 62, dann gebe ich dir den Vorteil, dass du nur die Hälfte der Erträge versteuern musst. Ja? Also auch da wieder drauf ausgerichtet, auch in der dritten Schicht, dass der Gesetzgeber sagt, wenn du die Flexibilität willst, keine Förderung. Wenn du diese Flexibilität aber nicht nutzt, dann gebe ich dir trotzdem eine gewisse Förderung dann im Nachhinein. Ja.
Dann kommen wir zu BU in der dritten Schicht. BU in der dritten Schicht kann ich machen, also in zwei Formen, entweder als SBU, also als separate BU-Versicherung. Also dann zwei Verträge. Genau, also als BU-Rente nur in einem Vertrag kann ich machen. Das wird dann steuerlich quasi auch wie ein Schicht-3-Vertrag behandelt. Das heißt, ich zahle es nicht aus dem, oder ich zahle es aus versteuertem Kapital, ich zahle es aus Netto. Wenn ich die BU-Rente dann in Anspruch nehme, also ich werde mit 40 berufsunfähig oder mit 45 und der Vertrag läuft bis 65, dann wird diese BU-Rente nicht voll versteuert, sondern nur mit dem Ertragsanteil für abgekürzte Leibrenten. Also Vorteil zur ersten Schicht, genau, oder zur zweiten Schicht, wenn ich es daran hänge. Genau, richtig. Also diese BU-Rente in der dritten Schicht ist dann quasi auch nur minimal, also de facto eigentlich nicht im Normalfall besteuert. Ich habe auch die Möglichkeit, die BU-Rente an einen Sparbaustein zu klemmen, also auch hier diesen Kombi-Vertrag, so wie wir gerade in der ersten Schicht beschrieben haben, bringt aber keinen steuerlichen Vorteil, weil kannst dich steuerlich absetzen, auch wenn ich zwei Schicht, drei Verträge miteinander kombiniere, wird es dadurch nicht förderfähig gemacht. Ich habe einzig den Vorteil, dass ich vereinbaren kann für den Sparbaustein, dass ich sage, wenn ich der BU dran knüpfe, dass ich sage, wenn ich berufsunfähig werde, kann ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung in der Form vereinbaren, dass ich eine Rente vereinbare, also eine BU-Rente bekomme. Ich kann aber auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung in der Form vereinbaren, dass ich mit dem Versicherer ausmache. Lieber Versicherer, wenn ich heute berufsunfähig werde und ich habe da 500 Euro Monatsbeitrag und ich kann immer arbeiten, dann zahl doch du bitte diese 500 Euro weiter und oder dynamisiere diese bitte. Das heißt, wenn ich an Schicht 3 Sparbaustein eine sogenannte Beitragsbefreiung dranklemme oder eine sogenannte Passivdynamik, dann heißt es, Beitragsbefreiung wäre der Baustein, der sagt, wenn du berufsunfähig wirst, zahle ich deine monatlichen Beiträge weiter, wenn es 500 Euro sind, eben 500 Euro bis zum vereinbarten Endalter. Passivdynamik heißt, ich zahle die Beiträge weiter und dynamisiere sie um den vereinbarten Beitrag. Meistens 5% pro Jahr. 5 oder 10%. Das heißt, wenn ich heute 500 Euro habe, habe eine Passivdynamik mit 10% vereinbart, legt der Versicherer jeden Monat 500 Euro rein, nächstes Jahr 550, übernächstes Jahr 605, damit ich auf mein Alterskapital oder auf ein gewisses Alterskapital komme, obwohl ich selber nicht mehr arbeite. Das ist ja genau das Problem, weil wenn ich berufsunfähig werde, habe ich eventuell gar nicht mehr das Geld, dass ich meine Altersvorsorge weiter besparen kann. Genau. Und über diesen Baustein bespart dann die Versicherung meine Altersvorsorge weiter. Und das Ganze ist auch noch steuerfrei in dem Fall. Und im Rentenalter, wenn ich es dann bekomme, eben wieder nur mit den ganzen Vorteilen daraus, nämlich nicht eine 100% Versteuerung aus der ersten Schicht oder zweiten Schicht, sondern dann eben wieder nur Ertragsanteilsversteuerung, 17%, wenn ich es verrenten lasse und daraus dann wieder meine Einkommensteuer, also fast nichts, ja, oder ja, dann wieder ab 62 hier halber Anteil und da wieder drauf meine entsprechende Einkommensteuer, also unter 25%. Satz, den ich hier habe, sodass ich also da dann die Vorteile habe. Also das heißt, Beitragsbefreiung kopple ich gerne an eine dritte Schicht. Ja. Eine BU, die mir heute eine Rente gibt, wenn ich berufsunfähig werde, kopple ich gerne an die erste Schicht, damit ich es dann auch steuerlich absetzen kann. Eine BU in der zweiten Schicht mache ich nur in Form von BAV, wenn ich gar nichts mehr anderes kriege und nur darüber reinkomme. Ja. Das wäre so eine Empfehlung, wo man sagen kann, da deckt man eigentlich 98% oder 99% der Fälle ab. Ja. Es gibt immer Sonder-Einzelausnahmen-Konstellationen, das kann immer mal wieder vorkommen, aber du hast es sehr gut zusammengefasst. Ja. Es gibt jetzt weiterführend zum Riester-Einsatz in Spezialfällen ein extra Video. Ja. Es gibt ein extra Video dritte Schicht versus Vordepot und es gibt ein extra Video nochmal zum Thema BU und was das allgemein macht. Ja. Wir sehen uns in den weiteren Videos. Bei Fragen meldet euch. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.